So Leute, was geht ab? Mein Name ist Charlie. Ich habe euch ja schon im letzten Video damit gedroht, dass dieses Video kommen wird. Und weil ich es wirklich hasse, wenn Leute über dieses Thema reden, aber wirklich immer nur dieselbe Scheiße labern und immer nur sagen, ja, früher in den guten alten Black Ops 2 Zeiten war noch alles super duper und echt, alle haben sich gegenseitig geholfen und heute ist alles nur noch kommerziell und geldgeil. Deswegen hoffe ich, dass dieses Video etwas aufgeschlossener ist und ein paar andere Aspekte mit einbringt. Und natürlich ist es im Endeffekt so, dass YouTube schlichtweg kommerziell geworden ist. Aber als ich damals auf diese Plattform YouTube gestoßen bin, das war damals durch meine große Cousine, sie meinte so, ja, gib dir mal das Oma-Problem, also das Video heißt das Oma-Problem, falls ihr es nicht kennt, könnt ihr es aber gerne suchen, das gibt es jetzt immer noch online und damals müsst ihr wissen, hatte ich wirklich Angst vor dem Internet, ja, weil meine Mutter meinte mal so, ja, da sind nur gefährliche Leute unterwegs, die dich direkt abziehen wollen, so kostenloses Abo, ein Klick gleich ein Abo, diese Jamba-Scheiße, ihr kennt die ganze Kacke, ja, und sie hat mich aber im Endeffekt doch dazu überredet, das Video zu schauen und ich fand es einfach lustig und ich finde es auch heute noch lustig, also das Video ist echt nice, könnt ihr euch echt geben und das war auch für damalige Verhältnis auch schon richtig gut produziert und ich dachte so, wow, cool, hier laden Leute frei, einfach weil sie darauf Lust haben, Content hoch, der andere unterhält. Ich habe danach immer wieder mal bei YouTube reingeschaut, obwohl, naja gut, ich war circa 9 Jahre alt, also es war nicht wirklich oft, dass ich da wirklich am PC war, aber es wurde immer öfter und dann habe ich sogar angefangen, die Außenseiter zu feiern und ja, ja, natürlich Außenseiter, Kinder, Scheiße und Kinderhumor, aber damals war ich ja auch noch selber ein Kind und habe so perfekt in die Zielgruppe von denen gepasst und ich fand die Witze auch dementsprechend nice, so, ja. Nach einer Zeit bin ich dann auch auf Alberto oder Julians Blog gestoßen, die ich auch zu Tode gefeiert habe. Ich weiß noch damals, I bet you will not mit diesem Cheng, den ich schon damals irgendwie unsympathisch fand, oder die alten Hate-Blogs von Julian, einfach genial und es hat Spaß gemacht, sich die Mühe, die sich die Leute vor der Kamera für diese Videos gemacht haben, anzusehen und wenn es mir gefallen hat, habe ich einfach diesen einen Mausklick gemacht, ja, um ihnen zu zeigen, dass ich mehr davon sehen will und es mir gefallen hat. Das brauchten die nicht mal in einem Video zu sagen oder so, ich habe es einfach wirklich gemacht. Ich hatte damals schon einen eigenen YouTube-Kanal, mit dem ich Videos bewerten und kommentieren konnte und geht gut kommentieren, da habe ich jetzt nicht so ganz so oft gemacht, weil meine Rechtschreibung dementsprechend auch nicht so gut war, aber ja, ich habe halt immer wirklich geliked, wenn ich wirklich das Video gut fand. Und ich war halt der etwas von den YouTubern wollte. Ich wollte neue Videos sehen, neue Mühe, die sie sich gemacht haben, neue Ideen, die sie in ihre Videos einbringen und sehen, wie sie mich unterhalten wollen, ja. Und zeitgleich bin ich dann auch durch ein paar Freunde in die Call of Duty Community gekommen. Das müsste so Mitte 2011 gewesen sein oder Ende 2010 ungefähr um den Dreh. Und da habe ich Elotrix geschaut, der damals noch 15.000 Abos hatte, oder Commander Krieger, der circa, ich glaube, um die 100.000, ich bin mir da nicht ganz sicher, oder auch Reno, den kennt aber bestimmt nicht viele hier. Und es war vollkommen egal, wie viele Klicks oder Likes da auf diesem Video drauf waren. Wenn es mal überdurchschnittlich gut war, haben sich die YouTuber dafür bedankt, aber dann haben sie auch bestimmt irgendwas Gutes geleistet oder irgendwie sowas und dann haben sie sich gefreut und fertig war, ja. Selbst der eigene Wachstum war ja im Hintergrund und es waren einfach Menschen wie du und ich auf dem Bildschirm zu sehen, die mit etwas Gedankengut, welches sie verfasst und ausgedacht haben, mich nun unterhalten wollten und gegebenenfalls, wenn ich das toll fand, einfach ein Like gegeben habe oder einen Kommentar geschrieben habe. Mir war auch vollkommen egal, ob ein YouTuber damals hässlich war oder was weiß ich. Wenn mir die Person gefallen hat, dann habe ich auch ihre Videos gefeiert, so zum Beispiel auch Elotrix. Es war klar, dass Elotrix dieser hässliche Typ ist, der da auf diesem Foto war, was denn da Mitte 2012 oder war das 2011 oder ich weiß es gar nicht mehr, aufgetaucht ist, da wo er doch da diese komische Pose macht mit der Hand und dann da im Hintergrund da seine Poster zu sehen. Natürlich war er, das ist doch klar, ja. Er war es, ja, und das war mir auch vollkommen egal und der einzige Unterschied ist jetzt einfach, dass er keine Haare mehr gelt und einen Bart hat und das war es auch schon. Natürlich ist er immer noch hässlich so, aber und ich habe ihn seit ungefähr einem Jahr deabonniert, aber dazu kommen wir vielleicht nochmal später, ja. Und dann kam irgendwann auch Black Ops 2 raus und die Community hat sich wirklich verändert, beziehungsweise sie hat sich radikal verändert, ja. Es kam Newcomer wie Marcel Skorpion und Apocalypto Red und ihre Anhänger, wie zum Beispiel jetzt halt die alten Member des Apo oder Impact Clans, ihr werdet ihr, denke ich mal, alle kennen. Und Elotrix hat sich auch übertrieben entwickelt, ja, von der Abonnentenanzahl. Und die alten MW3 und Black Ops YouTuber wie Majestical, Vapiti, Terros, Putt, Rampage, Striker, Solution, Tesco, Dr. Kaboom, Tylo oder auch MarcyXD, ihr Grüße an dich, Schnucki. Und kennt sie sicherlich keinen mehr davon, außer Solution jetzt vielleicht noch. Und diese Leute haben wirklich fast alle aufgehört, wirklich alle, ja. Ich habe auf diesem YouTube-Kanal, den habe ich jetzt Anfang 2012 erstellt und ich habe damit über 1000 Leute abonniert, ja, und davon sind 500 bis 600 Leute inaktiv. Und von diesen 2000 Kommentatoren, die 2012 noch aktiv waren, sind jetzt vielleicht höchstens 100 noch am Leben, sage ich mal, ja, wirklich allerhöchstens, ja. Und mit dem Release von Black Ops 2 wurde es auf einmal immer häufiger so, dass Call of Duty YouTuber etwas hauptberuflich machen können und im Wachstum dieser neuen Welle von Kommentatoren war es bis heute dann immer fast dasselbe, ja. Sie produzieren am Anfang klasse Videos, die Charme und Persönlichkeit haben und es einfach Spaß macht, diesen Content jede Woche aufs Neue zu verfolgen, aber
kaum ist dieser kommerzielle Antrieb und die Abhängigkeit von Klicks auf einmal da, geht fast jeder davon den Bach runter. Ich habe damals einen ganz bestimmten YouTuber abonniert, denn ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, um wen es sich ja handeln könnte. Ja, weil er im Unterhemd in seiner Bude gehockt hat und mit seinen Abonnenten zusammen Partyspiele gespielt hat und ab und an noch ein bisschen aus seiner Vergangenheit erzählt hat. Ja, ich habe mir damals sogar einen verfickten Pulli von diesem YouTuber geholt. Ja, Leute, ohne Witz, ich habe einen verfickten YouTube-Merchandise-Pulli zu Hause, ja, den ich, glaube ich, auch nie wieder anziehe, weil dieser YouTuber, den ich damals durch den Kauf unterstützen wollte, heute aus meiner Sicht nicht mehr der ist, der er einmal war, ja, weil ich habe diese Person wegen ihrer lockeren und ehrlichen Art abonniert und nicht, weil mir dieser Typ eine beschissene Handy-App empfiehlt, der ja ach so toll findet und ach so oft spielt und sicherlich nicht einmal runtergeladen hätte, würde er dafür keine 1000 Euro bekommen, indem er seine eigene Meinung schlichtweg verkauft, ja. Und so ein Werdegang passiert einfach täglich auf YouTube und ist mittlerweile Standard geworden, diese starke Zuschauerbindung und vermeintliche zwischenmenschliche Beziehung, die sich ja gerade auch junge Zuschauer durch den Monitor einfach einbilden, wird schamlos für Geldschäffelei ausgenutzt, nur um dann ein bisschen mehr Kohle für die Zukunft zu haben, falls es mal nicht mehr so läuft mit YouTube, ja. Trotzdem fahren die YouTuber natürlich schicke Autos, wohnen in schicken Wohnungen. Ich meine, man gönnt sich ja auch sonst nichts, wenn man gerade für die Zukunft spart. Es wird außerdem noch richtig viel Geld herausgekitzelt, um peinliche Filme zu produzieren, irgendwelche Weltreisen zu veranstalten, die im Übrigen auch nicht so umweltbewusst sind durch die ganzen Flugzeugflüge, aber lassen wir das mal für uns, ja. Oder es wird Hand in Hand mit den alten Medien wie Fernsehen oder Radio zusammengearbeitet. Dabei geschehen natürlich auch positive Dinge, wie zum Beispiel bessere Qualität oder erfahrene Leute aus dem Medienbusiness, die einem bei der Produktion helfen können. Allerdings übernimmt die YouTube-Szene vorwiegend alle schlechten Dinge, die die alten Medien geprägt hat, wie zum Beispiel den Zuschauer nur als Geldquelle zu sehen oder sich selber in unklar gestellten Aussagen als Werbefläche zu nutzen. Auf einmal sind YouTuber in der Bravo auf der Coverseite und in XXL-Postern. Allerdings sind sie natürlich immer noch die besten Freunde von nebenan, die man natürlich auch mal nach Love-Tipps und so einem Scheiß alles fragen kann. Und letztendlich ist es für mich einfach so, dass YouTube, wo Produzent mit Zuschauer in einer Art ehrlichen Freundschaft miteinander agiert, in den höheren Abonnentenrängen nicht mehr bis kaum existiert, auch wenn diese ganzen Beauty-Tussis und Lifestyle-Blacks einem das immer noch einreden wollen. Nein, vielmehr ist YouTube eine Art Fernsehen 2.0 mit noch schlechteren Schauspielern, als sie sich Berlin Tag und Nacht Redakteure je aussuchen könnten, geworden, und das nervt mich irgendwie. Dankeschön fürs Ansehen.